Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier in Moreland bei Gary Goldzahn, wie ihr sehen könnt. Und zwar muss ich mir noch die anderen beiden Winfells kaufen. Ich hatte mir ja schon vor ein paar Wochen das Regenbogen-Winfell gekauft und die anderen beiden fehlen mir noch. Zur Info, wenn dieses Video kommt, sind die Winfells zu 99% nicht mehr im Spiel, beziehungsweise halt gerade aktuell nicht zu kaufen. Da die am 1. Juni rausgehen wieder und ja, ich das gerade am 26.05. aufnehme, also schon etwas her. Aber muss halt sein, ich habe nämlich extra auf das neue Verkaufsfenster gewartet, weil ich das unbedingt haben wollte für die neuen Videos. Und ja, deswegen, ich hatte allerdings Rainbow Dash, also das Regenbogenpferdchen, hatte ich bereits vorgestellt, als die Winfells noch erhältlich waren auf meinem Kanal und es gibt bereits drei Pferdekauf-Videos von den Winfells. Also, ja. So, und wir jetzt kaufen uns heute dieses goldene Stückchen hier. Ah, hier kann man auch dann direkt das magische. Hier. Wie heißt das denn jetzt? Genau. Ja. Das Wort suche ich. Nimm das Fell wechseln. Dankeschön. Moment. Ich bin mal wieder super vorbereitet und habe natürlich die perfekte Seite aufgeschlagen. Nicht. Da, Winfell. Die Winfell sind Generation 2 Pferde, kamen erstmals 2017 rein. Hier ist dieses goldene Pferdchen, das zum Palomino wird. Finde ich übrigens sehr schick. Und, ja, die Winfells haben das Shirehouse-Modell der zweiten Generation. Wird dementsprechend auch nicht mehr geupdatet. Und kann kein neues Reitzubehör tragen. Gibt es in 7 Farben. Eine davon ist nur an Halloween erhältlich. Die anderen kommen sporadisch hier und da mal rein. Auf diese drei Schnuckelchen hier mussten wir jetzt über ein Jahr warten, beziehungsweise fast 2 Jahre lang. Das letzte Mal kamen diese drei nämlich rein, als ich gerade mit Star Stable angefangen habe, also 2020. Ja, wir mussten jetzt knapp 2 Jahre auf diese Pferde wieder warten. Und es fehlen nur noch die beiden und dann habe ich meine Sammlung vervollständigt. Dann habe ich nämlich alle Winfells. Wenn ich das letzte Pferd kaufe, zeige ich die auch nochmal alle entweder mache ich noch ein extra Video oder zeige die dann halt im Stall einfach. Muss ich dann noch gucken. Ja. Kosten 599 Starcoins, die Winfells. Es ist kein Ändern der Mähne möglich, wie bei magischen Pferden üblich. Ursprünglich waren die magischen Pferde übrigens langsamer als die normalen Pferde. Ab 2019 laufen die aber gleich schnell. Und das Rindfell hat die meisten Varianten bei den magischen Pferden, also Fellvarianten. Bei den anderen magischen Pferden sind das ja meistens nur so zwei Farben, die dann reinkommen. Beziehungsweise beim Nixie sind es halt noch drei und beim Rindfell sind es 7 Farben. Die Rindfells sind übrigens nicht die ersten. Sind übrigens nicht die ersten, wie heißt das denn, magischen Pferde, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Die ersten magischen Pferde waren nämlich die Nixies und die Winfells sind die zweiten magischen Pferde, die es jemals in Star Stable gab. Beziehungsweise gibt. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wie lange die Winfells noch erhältlich sein werden, da Star Stable ja gerade anfängt, alte Pferde auszusortieren. Und da die Winfells halt schon von 2017 sind, kann ich mir vorstellen, dass die halt irgendwann, nicht jetzt, aber irgendwann wieder aussortiert werden. Deswegen, wenn ihr die Winfells noch haben wollt, um eure Sammlung zu komplementieren, etc., zu komplettieren, dann nutzt jede Gelegenheit. Kann ich nur sagen, ich nutze auch jede Gelegenheit, damit ich die dann habe. So, was gibt's noch zu sagen? Genau, die Winfells kommen mit einem Rassebonus von Stärke plus 5, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Können wir ab Level 1 kaufen, wie gesagt, hier bei Gary's Goldzahn gegenüber von der Farm des alten Jaspers. Und ja, die Animation gucken wir uns gleich nochmal an. Ich werde das aber auch, ich denke mal, ich werde das sehr kurz halten mit den Animationen, weil es halt schon so viele Pferdekauf-Videos von den Winfells auf meinem Kanal gibt. Wahrscheinlich mache ich auch keine, ja, große Vorstellung der Gangarten, einfach weil
man die halt schon sieht und es halt schon so viele Videos davon gibt. Ich glaube halt nicht, dass das unbedingt nötig ist. Ich werde es aber trotzdem mal so klein ein bisschen anritzen. Die magischen Pferde auf Jorvik sind Geschöpfe der Erzählungen und Folklore. Da die Geschichte über die Jahrhunderte hinweg weitererzählt wurden, sind die Legenden über diese Pferde lebendig geblieben. Die fetrige Fesselbehaarung des Windfells ist ein unvergesslicher Anblick und der jorvikische Folklore zufolge haben Windfells die Macht, Feldfrüchte über Nacht reifen zu lassen. Ein Windfell muss nur über ein Feld galoppieren und schon am nächsten Tag tragen die Pflanzen darauf Früchte. Wie andere magische Pferde in Jorvik zeigen sich Windfells nur an wilden Orten. Ja, okay, das ist halt egal. Doch ganz gleich, ob sie sich in ihrer magischen Form präsentieren oder sich unauffällig unter andere Pferde gemischt haben, Windfells reifen sich wie die Shires, denen sie ähneln. Genau. Die haben halt das Shire-Horse-Modell der zweiten Generation. So. Also, das hier ist, wie gesagt, die verwandelte Form. Ein goldenes. Und das ist die unverwandelte Form. Ein Palomino. Wirklich hübsch. Ich glaube, ich habe gar nicht geguckt, wie ich das nennen soll. Moment. Ich glaube, ich habe mir das in meinem schlauen Buch aufgeschrieben. Ey, ich bin mal wieder super vorbereitet. Feiert mich für meine Vorbereitung. Natürlich habe ich es mir nicht aufgeschrieben, wie ich das Pferd nennen soll. Super, dann darf ich gleich noch googeln. Ich habe ja, ich benenne ja meine Winfells alle nach den My Little Pony Charakteren, bis auf das Pferd von Halloween. Das habe ich jetzt nicht nach My Little Pony benannt. Das heißt Dark Pumpkin, weil ich das nach Halloween benannt habe. Aber die anderen Winfells heißen alle wie My Little Pony Charaktere. Ich habe Fluttershy, ich habe Cloud Cheeser, ich habe Pinkie Pie, beziehungsweise Pink Pie, Rainbow Dash, ja. Fehlen halt noch zwei und ich guck mal, ob ich ein Pferd finde, das so aussieht oder halt golden ist. Inaktiv haben wir ja jetzt gesehen. Dann haben wir hier den Schritt. Der ist eigentlich ganz okay. Auch nochmal in der anderen Farbe, in der goldenen Farbe. Ja. Dann haben wir den Trab. Auch hier nochmal in der anderen Farbe. Dann haben wir den Kanter. Ich mag die Fesselbehaarung beim Windfell ja sehr. Ich bin ja sowieso so ein Fan von großen, schweren Pferden mit möglichst viel Flausch. Und die Windfells sind da schon tatsächlich meine Favoriten. Dann haben wir noch den Galopp. Auch hier nochmal der Galopp. Ich glaube, es wird bei mir eine Stute. Und den schnellen Galopp. Wabbelhals. Das waren die Animationen des Ruinfels. Dann werden wir das gute Stück jetzt mal kaufen. Du bist zeitlos und du bist bei mir eine Stute. Ja, jetzt gehe ich mal kurz googeln. Ich habe einen Namen. Der passt zwar nicht zu 100%. Der passt zwar nicht zu 100%, allerdings ist der an Applejack angelehnt. Die. Ja, auch relativ ähnlich aussieht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, genau. Der Name ist an Applejack angelehnt, die das Erdpony mit den Äpfeln auf der Seite. Apple Juice. Es gibt leider keinen Jack, aber Apple Juice finde ich eigentlich auch ganz cool. Man kann ja auch einfach sagen, ist irgendwie eine Verwandte von Applejack. Oder so. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Moment. Das schreibe ich mir direkt auf, sonst vergesse ich das nämlich. Juice. Genau. Stall und das ist eine Stute. Perfekt. Ja. Stute, zeitlos, perfekt. Apple Juice, Pferd kaufen. Ja, ich möchte das Pferd kaufen. Ich möchte aber gerne die andere Farbe haben
Epic Bone, nee. Möchte gerne die andere Farbe im Kennenlernvideo haben. Apple Juice. Genau, zahllos, Stute. Pferd kaufen. Ja. Okay, es wird trotzdem die verwandelte Form angezeigt. Das ist ein bisschen schade. Aber ist dann halt so. Guckt euch mal an, wie riesig dieses Pferd ist. Ich finde das so toll, gell? Ich bin ja ein Fan von so großen Pferden. Ich liebe das ja. Je größer und schwerer und je größer die Hufe sind, desto begeisterter bin ich von den Pferden. Und ich weiß, ich habe das schon in allen anderen Pferdekaufvideos von den Winfields gesagt. Aber die Winfields sind tatsächlich der Grund, weshalb ich mir ein Shire Horse der zweiten Generation kaufen möchte. Weil ich fand die Shire Horse eigentlich hässlich, weil ich fand, die haben halt hier so gar nichts vorne. Ich finde die so ein bisschen komisch, weil die halt irgendwie so gar keine Brust oder so haben. Aber halt so noch so weit nach vorne raushängen quasi. Aber die Winfields sind halt tatsächlich der Grund, weshalb ich mir die Shire Horse der Generation 2 gerne kaufen würde. Da die Winfields einfach wunderbar zu reiten sind in meiner Sicht. In den Stall schicken. Ich werde die Gute jetzt umziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier stehen wir jetzt in Moorland auf der Koppel hinter Loretta. Erst einmal zur Farbe. Ich weiß jetzt schon, dass ich... Warum steht das Pferd so komisch? Danke. Ich weiß jetzt schon, dass ich mit der unverwandelten Form rumreiten werde, da mir die verwandelte Form zwar gefällt, ich allerdings nicht so der Fan von Gold bin. Und ich ehrlich gesagt die unverwandelte Form einfach hübscher finde. Ich mag den Palomino sehr, der sieht richtig schön aus, vor allem mit diesen Augen. Sie sieht ein bisschen genervt aus, die Madame. Ich glaube, die hat gerade keinen Bock, sich fortzuführen, sondern möchte lieber im Stall stehen und Hafer fressen. Aber gibt es nicht heute. Kannst du morgen haben, aber nicht heute. Du musst ja was tun für dein Geld. Also echt. Ja, wie gesagt, farblich wunderschön, wirklich, ich mag das Palomino sehr. Ich bin eigentlich schon Fan von Palomino. Das Problem ist halt so bei mir ein bisschen, ich finde Palomino manchmal ein bisschen langweilig. Ich mag es nicht, wenn die Pferde halt einfach komplett einfarbig sind. Beziehungsweise, das heißt, ich mag es nicht. Ich finde es halt schöner, wenn die Pferde irgendwie Abzeichen haben, wie halt zum Beispiel hier die Plässe oder dass die Fesselbehaarung ist weiß und die Mähne, ich finde diese strahlend weiße Mähne finde ich halt einfach mega. Also es ist wirklich ein schönes Pferd. Ja, die Zügel backen durch den Hals. Das ist beim Winfield leider normal, weil er halt so ein, beziehungsweise beim Shire Horse Modell ist es leider normal, da er halt so einen breiten Hals hat. Und damit muss man dann halt leben. Ist ehrlich gesagt aber nichts, was mich stört. Und ja, die verwandelte Form ist halt dieses goldene. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass sie das, ja, ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie ein paar Akzente setzen könnten oder so. Ich meine, man könnte auch sagen, dass es Honig ist. Das sieht schon so ein bisschen nach dem flüssigen Gold quasi aus. Und also so Honeymoon, also Honey, irgendwas mit Honey hätte ich mir auch noch vorstellen können als Namen für sie, aber ich habe mich halt für Apple Juice jetzt entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich sie gerne nach dem My Little Pony Charakter benennen würde. Ich weiß gar nicht, ob es einen Apple Juice gibt, aber nehmen wir einfach mal an, dass sie mit der Apple-Familie verwandt ist und ja. Die Farbe ist okay, die gefällt mir jetzt zwar nicht so, aber sie ist okay. Aber ich werde definitiv eher mit dem Palomino rumreiten, weil ich das einfach schöner finde. Und ehrlich gesagt, diese blauen Augen sind wunderschön. Ha. Ja, ich mag die Äpfelung am Hintern. Sieht süß aus. Aber farblich überzeugt das Winfield auf jeden Fall. Zumindest die unverwandelte Form. Allerdings ist es halt so, dass ich sowieso meistens mit der unverwandelten Form rumreite, weil ich nicht so auffällig sein möchte. So. Dann zeige ich euch jetzt noch ganz, ganz kurz die Gangarten, wirklich nur angeritzt, weil ich halt, wie gesagt, schon 4 Videos davon gemacht habe und wir die Gangarten jetzt alle im neuen Pferdeverkaufsfenster gesehen haben. Ich werde euch aber die Gangarten dann später auch noch aus der Sicht zeigen, einfach damit ihr ein Reitgefühl dafür bekommt, dass es halt nicht nervig ist, zumindest nicht für mich. Viel Spaß dabei! Thank you.
Das waren die Gangarten. Zum Friseur geht's ja nicht, da es ein magisches Pferd ist. Bei den Gangarten nervt mich jetzt so im Prinzip nichts. Also ich habe mich mittlerweile sehr damit abgefunden. Ich mag die Windfalls. Und es ist ein altes Pferd, das sollte natürlich mitbedacht werden. Und auch beim Reiten ist halt mir so, abgesehen davon, dass die Mähne halt ein bisschen stark wabbelt, ab und zu jetzt nichts aufgefallen. Es hat mich jetzt nichts Großartiges genervt. Ich bin sehr gerne auf den Windfalls geritten. Und ja. Das Einzige, was ich mir eventuell vorstellen könnte, ist, dass mich der Schweif nerven könnte. Ja. Das mag für andere vielleicht komisch klingen. Das hatte ich aber beim Pescheron auch schon. Ich hatte mir ja da den hellen Apfelschimmel gekauft. Und das Problem beim hellen Pescheron ist einfach, dass er halt einen weißen Schweif hat. Und hier ist auch wieder ein weißer Schweif. Und ich habe auch eine Sehschwäche. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel halt länger auf dem PC oder so gucke, dann sehe ich halt alles nur noch verschwommen. Und das habe ich dann meistens beim Leveln. Und es stört mich nicht. Das Problem ist dann halt nur, dass ich halt keine Details wahrnehme, sondern halt, auf Blinkendes und sowas reagiere dann eher. Und dieser Schweif unten am Bild, wenn meine Augen nicht scharf gestellt sind und ich alles nur verschwommen sehe, nervt mich dieses Aufblitzen des Schweifes unten am Bildrand, nervt mich unglaublich. Ist hier schon wieder tausendmal besser, weil es nicht so krass hervorsticht mit dem Weißen. Aber das nervt mich ein bisschen, das ist aber kein Problem. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Pferd irgendwie scheiße designt ist oder so. Das liegt einfach nur an meiner persönlichen Wahrnehmung. Das hatte ich beim Pescheron halt auch. Aber auch nur bei dem hellen Pescheron-Apfelschimmel, weil die anderen haben ja halt diesen hellen Schweif nicht. Und wenn der Schweif dann halt so hoch fliegt, dann irritiert mich das halt meistens beim Rennen, beim Laufen. Es hat aber halt nichts mit dem Pferd an sich zu tun, sondern einfach an der Schweiffarbe. Und es nervt mich ein bisschen. Ich kann es aber auch relativ gut ausblenden. Nur wenn ich halt relativ unkonzentriert bin, dann gucke ich halt immer wieder nach da unten und verliere den Fokus aufs Pferd etc. Und dann, ja, es hat aber halt nichts mit dem Pferd an sich zu tun. Das Pferd ist an sich ist einfach toll. Es hat halt einfach nur mit meiner Wahrnehmung zu tun. Das ist ja auch nochmal ein Kriterium, das jeder für sich halt entscheiden muss. Da kann ich natürlich nichts sagen. Also von mir kriegen die Windfalls eine klare Kaufempfehlung, weil ich die Windfalls toll finde. Sowohl von den Farben her als auch von den Gangarten finde ich wirklich tolle Pferde. Sind super schön. Und für 599 Starcoins tatsächlich ein ziemliches Schnäppchen, meiner Meinung nach. Natürlich, sie haben keine speziellen Animationen. Aber das ist jetzt für mich auch zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, da ich die speziellen Animationen sowieso kaum nutze. Ja. Was noch? Ja, wie ich am Anfang bereits gesagt habe, wenn das Video hier kommt, sind die Windfalls aktuell wahrscheinlich nicht im Spiel, da sie am 1. Juni wieder rausgegangen sind. Sollten die Pferde aber nochmal reinkommen, wovon ich ausgehe, dass das ja mir nichts anderes angekündigt hat, dann würde ich euch vorschlagen, wenn ihr die Pferde haben wollt, greift zu, solange die Chance noch besteht. Einfach weil man nicht weiß, wann die alten Pferde gegebenenfalls rauskommen. Es sind halt alte Pferde und damit muss man halt dann auch schon rechnen, dass die dann gegebenenfalls auch mal aus dem Spiel genommen werden. Ja, das war's dann soweit von mir. Wie gesagt, es gibt für mich nichts weiteres zu bequatschen. Ich habe schon 4 Videos aufgenommen. Es kann sein, dass ich was vergessen habe. Geht in die Videos rein und könnt ihr da gerne gucken, falls ich noch was vergessen habe. Sorry, dann haben Sieb hören. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!